Mein Name ist Franz Fries, ich komme aus Hartberg, bin glücklich verheiratet mit meiner Frau und ich habe vor etwa 12 oder 13 Jahren Harry Gruber kennengelernt, bin damals eingeladen worden auf ein Seminar und habe mir gedacht, wer ist das eigentlich, den kenne ich überhaupt gar nicht, kann ich da überhaupt was lernen? Und ich kann Ihnen sagen, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ich habe die Bauer-Seminarreihe von Harry Gruber, ich glaube 6 oder 7 Mal insgesamt überhaupt besucht. Und diese Seminarreihe hat mein Leben eigentlich komplett verändert. Es ist unglaublich, was ich in dieser Zeit von Ihnen lernen durfte. Und Gott sei Dank haben auch viele von meinen Freunden und Kollegen diesem Aufruf Folge geleistet und haben ebenfalls an dieser Seminarreihe teilgenommen. Also ich kann Ihnen von meiner Seite nur eines wünschen, raffen Sie sich auf, treffen Sie eine Entscheidung und gehen Sie auch dorthin. Ja, hallo, mein Name ist Werner Geisch. Ich hatte die Möglichkeit, im Jahr 2016 beim Harry Gruber sein Seminar Bauer Live mitzuerleben, mitzumachen. Von meiner Seite her kann ich nur empfehlen, dieses Seminar zu besuchen. Es bringt einem nicht nur, wenn man heute beruflich etwas in dieser Richtung benötigt, sehr, sehr viel, sondern auch im privaten Bereich. Meine ganze Familie war mit dabei und kann definitiv nur empfehlen, dieses Seminar, das ist jeden Cent wert. Mein Name ist Thomas Krampe. Auch ich habe im 2016er Jahr das Harry Gruber Seminar Bauer Life besucht. Für mich war es eine herausragende Entwicklung, was mich selbst und mein Selbstbewusstsein anbelangt, das ganze Reden vor anderen Leuten. Es ist einfach, es muss fast jeder einmal das machen, damit er das mitkriegt, wie man Leute einschätzen kann, wie man sich mit seiner Leiter unterhalten kann. Das Ganze drumherum, es gehört einfach dazu, dass auch jeder Mensch sich einmal seine Ausbildung gibt. Danke. Ja, ich bin die Anne. Ich habe dieses Jahr beim Harry Gruber die Bauer Live-Serie gemacht. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe mich jedes Mal auf den Sonntag gefreut, wo ich da runterfahren können habe, auf die Lassnitzhöhe. Es hat mir auch ziemlich was gebracht, egal ob im privaten Bereich. Wir waren eine ganz tolle Truppe, so richtig schön zusammengeschweißt und ich möchte keinen Tag davon missen. Es ist auch so, ich traue mich wieder vor vielen Leuten sprechen, was ich eine Zeit lang überhaupt nicht kennen habe. Und ich werde es sicher 2018 wieder machen.